Herzlich willkommen zurück bei The Whispered World. In der letzten Folge haben wir versucht, den nächsten Yaki zu retten. Ich habe sogar jetzt eine Idee bekommen. Können wir mal ausprobieren. Wir haben noch diesen Nagel, oder? Kann man den hier reinstecken oder so? Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Ah, okay. Komm, zünd mal Und an. los geht's, Spot. Und weg sind wir, okay. Fünfer Form. Gut, damit haben wir das auch gelöst. Hab mir irgendwie überlegt gehabt, aber. So, weiter geht's. Wo waren wir? Wurde mal kurz unterbrochen. Nein, nicht so schlimm. Genau, wir wollten. Wo wollten wir jetzt hingehen? Klar. Hier wollten wir hingehen. So. Die müssen jetzt fünf sein, oder? Ja. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den fünf Minispots. Na dann kann es ja losgehen. So, dann geht's jetzt los, kommt Jackis. Warte, 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 ich will mal was ausprobieren. Was würde passieren, wenn ich da oben gehen würde? Ich sollte die Yakis lieber an einen ruhigen Ort führen, irgendwohin, wo man sie auch singen hört. Okay. Dann hier. Ich sollte die Yakis irgendwo. Warum es dann plötzlich leise wird, keine Ahnung. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mal nur geguckt, ob es aufnimmt. Ja, kommt ihr? Jetzt, wie ich gesagt habe, das. Oh, es wird spannend. Schön festhalten, Spot. Dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann
wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Die sind asynchron, glaube ich, oder? Autsch. Oh. Jetzt geht's wieder irgendwie. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinusbot. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Kalidas Erwachen. Jetzt sind wir endlich wieder im nächsten Kapitel angekommen. Wir haben jetzt drei neue Formen gelernt. Gibt's Hebel, die wir irgendwas mitmachen müssen? Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand. Mach. Nicht passiert, okay. Laterne. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Gegen Lampions, okay. Mal sehen. Klopfen wir mal. Nein, aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Nein, ich bin... Es ist zwar nett, wenn man Lampions mag. Das brennt nicht. Nicht nötig. Die... nichts. Alles muss man alleine... Ich habe einen Vorschlag, Spot. Du löst dieses Hebelrätsel und ich genehmige mir derweil eine Auszeit. Du bist noch nicht fertig. Alles muss man alleine machen. Ach, Sport. Himmel, wenn ich gewusst. Oh, Hilfe, gibt es dafür auch. Nicht. Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Pot. Na, Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Da brauchst du gar nicht so gierig zu. Das sind keine Feuerdrachen-Lampions. Da brauchst du gar nicht. Das sind. Wenn Spot doch bloß. Wenn wir jetzt erstmal die Fünfer. Gewährt mir Einlass, oder mein Haustier wird euch mit seinem hypnotischen Tanz in willenlose Yakis verwandeln. Kannst du nicht wenigstens ein wenig grimmig gucken? Ja, schon besser.
Nichts. Muss ich jetzt etwa 25 Kombinationen ausprobieren, oder ist das so gewesen? Warte mal. Nee, das ist doch Unmengen an Kombinationen. Soll ich mal auf diese... ich glaube, ich hab's raus. Ich hab's nicht raus, aber... Wenn man so guckt, da sieht man ein Schädel, oder? Wenn man hier guckt, hier vorne ist ein Hinweis, glaube ich. Aber in bestimmten Winkel. Passt das? Wie so ein Schädel aufgebaut. Corona steht nur noch auf einer, es scheint kein Weg hinauf zu. Wie soll ich da bloß? Ich kann nicht gut und so weit, so viel zu. So. So soll ich einen Schädel geben, oder? Das ist zu weit. Es ergibt einen Schädel, okay, das haben wir schon erkannt. Ich habe einen Vorschlag, du löst ihn. Bringt aber nichts. Das brennt nicht, das brennt. Da brauchst du gar nicht, sind. Da brauchst du gar nicht, sind. Ich habe einen Vorschlag, du löst. Das hat irgendwas mit diesem Schädel zu tun, warte mal. So scheint es richtig zu sein, genau. Genau der Schädel, den man braucht. Zwei, drei. Ach, das war wahrscheinlich die Reihenfolge, wie die sich aufbauen. So, was man da so guckt, ist das hier. Puh, ist das schwierig. Ich frag mal nach. Ja, Kalida. Kalida. Die große, fleischgewordene Metapher, die halt irgendwie war auch für euch überraschend, oder? Die ganze Insel ist ein riesiger Vogel. Oh, oh. Ja, das
Nee, das ist tatsächlich einer der erhebendsten Augenblicke im Spiel. Ich war immer sauer, dass Carlos entschieden hatte, das auch schon im Trailer zu zeigen. So viel vorwegnimmt. Aber natürlich hat er auch irgendwo recht. Man muss ja natürlich mit dem Schönsten, was man hat, halt irgendwie Werbung machen. Und das war mit das Schönste, was wir hatten. Stimmt, obwohl die Animation hatten wir uns mal ein bisschen anders vorgestellt, die eben kam, aber ja, passt. Auf jeden Fall hat das auch extrem viel Spaß gemacht, um das zu entwickeln. Erstmal diese, also ich glaube, bei den Concepts sind es ganz viele Bilder von Kalida auch noch drin, um so wirklich erstmal gar nichts sieht, wirklich nur den See sieht und dann auch Kalida wirklich unter dem See sieht. Die sollte immer unterschiedlich aussehen. Erst komplett wie ein Vogel, dann komplett wie irgend so ein reptilienartiges Vieh. Und jetzt ist er doch so ein Mischmasch geworden. Truthahn. Ja, genau. Ja. Hier ist auch wieder ein wunderschönes Rätsel von Bade. Oh ja. Was das Parallax-Scrolling genau wirklich schon umsetzt. Ist leider ein bisschen kompliziert geworden, aber... Ja, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr krass. Also einfach ein sehr gut überlegtes Rätsel. Nicht ganz physikalisch logisch, aber ja, auf jeden Fall unglaublich interessant. Und er hat ebenfalls so eine, übrigens, so eine kleine Labyrinth-Referenz. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, dass das Parallax-Scrolling nutzt. Schön natürlich auch, dass man hier hinten schon Corona, das Schloss des Königs, hinten in der Ferne sieht, so als dass einem das schon mal angeteasert wird. Und es ist übrigens auch ein Screen, der schon fertig war, als wir anfingen, die Geschichte neu zu stricken. Natürlich bis auf einzelne Elemente, die wir jetzt hier für unseren Walkthrough, für unsere Geschichte reingesponnen haben. In der alten Version stand ein Bauchladen da. Oh ja, oder so ein kleines Liedchen, genau. Ja, ich glaube, es war nur ein Tisch, aber auch darauf waren auf jeden Fall viele Sachen versteckt. Und eine komische Figur, die ich hier nicht näher erwähnen möchte. Das lieber. Nee, ist eine komische Figur. Also Parallax-Scrolling, aber warum? Nichts. Irgendwie ein Parallel. Geht's da was machen? Nichts. Und wieder. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem... Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Warte mal. Kann es sein, dass sich jetzt einzeln mal bewegt? Okay. Warte mal. So langsam verstehe ich das Rätsel. Oder wird damit was vertauscht? Warte, da ist irgendwas passiert, Leute. So, genau. Nimm das an, siehe, guck. Ein ganz, ganz bisschen bewegt er sich. Ah, okay, den zweiten. Weiß nicht, was sich da verändert hat. Wenn ich den nach vorne packe, ist der Vordergrund, hoffe ich mal.
oder? Nee. Oder muss das damit im Hintergrund? Ah, jetzt muss es hoffe ich immer im Hintergrund sein, oder? Nee, noch nicht. Vielleicht muss der im Vordergrund. Komisch. Problem sind die beiden Teile, die sich nicht überlappen. Ach, das hat sich jetzt ein bisschen stärker bewegt. Wie passt das noch nicht? Hm. Sehe gerade keine große Veränderung. Ah, das, damit bewegt sich der Knochen. Doch nicht. Hä? Ah, warte. Da komme ich gleich zu Hause. Warte mal. Bewegt sich nichts. Bewegt sich nichts. Bewegt sich nichts. Bewegt sich nichts.